Zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz hat die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die neue US-Regierung von Donald Trump überraschend deutlich vor Alleingängen in der Außenpolitik gewarnt. Eine stabile EU und eine geeinte NATO seien im Interesse Washingtons, mahnte von der Leyen. Zur Forderung der USA nach einer Erhöhung der europäischen Rüstungsausgaben sagte sie, Lastenteilung unter Bündnispartnern sei mehr als eine Frage des Geldes. Die Welt braucht ein global engagiertes und verantwortungsbewusstes Amerika. Wir Europäer wissen das Bekenntnis der Vereinigten Staaten für Sicherheit und Freiheit auf unserem Kontinent zu schätzen. Wir bekennen uns zu mehr europäischer Relevanz und damit auch zu einer fair ausbalancierten transatlantischen Sicherheitspartnerschaft. US-Verteidigungsminister James Mattis hatte den NATO-Partnern am Mittwoch gedroht, das US-Engagement zurückzufahren, sollten sie nicht mehr für ihre Verteidigung ausgeben. Auf von der Leyens Mahnung reagierte er am Freitag in München nicht.